Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Beer and Breakfast. So, das Schild möchte mit uns reden. An diesem Ort sind weitere Verbesserungen verfügbar. Du musst jetzt die folgende Arbeit erledigen. Erhalte plus 5 Sterne Bewertung, plus 3 5 Sterne Bewertung in Hohlkreuzung. Belohnung, ein besonderes Schmuckstück, das für Schwung sorgt. Willst du diesen Auftrag annehmen? Ja klar, nehme ich. Arbeit im Gange. Bitte kehre zurück, wenn du den Auftrag erledigt hast. Okay. Ich weiß gar nicht, wie es da gerade aussieht, aber da können wir ja mal reingucken. Perfekte Bewertung. Haben wir 4. Eigentlich haben wir das schon geschafft. Ja. Können wir da jetzt einfach hingehen und sagen, hier, guck mal. Oder sind das... das wollte ich nicht. Ich wollte nicht nochmal draufklicken. Okay. Gut. Dem geht's gut. Der rennt hier so verrückt rum. Seine Mülltonne ist weg. Die Leute wissen nicht, welche Schätze sie wegwerfen, bis man sie darauf aufmerksam macht. Und dann kann man sie abkassieren. Okay, ich bin verwirrt. Aber hey. Holzfällerwerkzeug. Also die kann man bei ihm kaufen, aber ich glaube, wir haben gerade nichts, wo wir Holzfällerwerkzeug brauchen. Glaube ich zumindest. Bin mir nicht mehr sicher. Okay, da werde ich nicht so schnell durchkommen. Da muss die Straße geöffnet werden. Und da hinten... steht ein Baum im Weg. Muss auch die Straße geöffnet werden. Okay, wir haben also noch einiges vor uns. Und ich würde jetzt mal hier schlafen gehen, weil dann können wir hier am nächsten Tag direkt den neuen Kunden eintragen. Und abkassieren. Dörö, dörö. Die schlafen hier alle schön. Spike ist da ihren Aufenthalt abgeschlossen und Details. Da, ein Schlafzimmer. 6. 8. 8 Komfort haben wir nicht. Das hier funktioniert aber. So, und jetzt sind alle voll. Perfekt. Gut. Das haben wir gemacht. Dann gehen wir mal wieder rüber. Wie wir diese lange, lange Straße entlang laufen. Ist halt ewig lang. Schon heftig. Hier haben wir nichts Neues, da haben wir nichts Neues. Ich gucke hier gerade, ob wir irgendwelche neuen Aufgaben haben oder so. Die wir halt schon machen können. Da haben wir ein leeres Schlafzimmer. 7 und 9. 7 und 9. Ach nee, du bist da zu hoch. Komfort, wie können wir Komfort verbessern? Das ist echt eine gute Frage, Komfort verbessern. Oh, warte, ich wollte noch mal gucken wegen Geld. Ach, das steht hier ja gar nicht, verdammt. Komfort verbessern, wahrscheinlich nur mit einem besseren Bett, ne? Will ich gar nicht. Ich will hier. Ja, Komfort können wir nur mit einem besseren Bett verdingsen.
Außer wir packen da vielleicht noch andere Komfortmöbel rein. Das könnte dann funktionieren. Müssen wir mal gucken, ob die hier noch was Komfortartiges haben. Schäbiges Holzbett. Ich will ja kein schäbiges Holzbett. Ich will ja was Gutes. Ja? Und wir wollen ja hier so langsam alles verbessern. Habe ich hier irgendwie noch ein Bett drin? Nö. Aber das macht alles nur Deko, ne? Das macht nicht Komfort. Ich kann nicht Komfort verbessern, verdammte Kacke. Ich werde den nochmal mit dem Falschen beleidigen. So, ehrlich gesagt glaube ich, dass du unter dem groben Äußeren im Geheimen eigentlich ein wirklich netter Kerl bist. Was genau ist dein Problem? Ich hab doch gesagt, dass du nicht solche Sachen sagen sollst. Eigentlich bin ich der größte Mistkerl, den du gesehen hast. Und du bist vermutlich der größte, den ich hier gesehen habe. Oh, das war's. Anscheinend hat das funktioniert. So, das war wahrscheinlich nicht die Lösung der Aufgabe, aber wir reden einfach nicht drüber. Dass die das einfach hier hinschmeißen. Die dreckigen. Dreckigen Banditen. Wie hier einfach niemand ist, der das deiner bedient. Hier nicht jemand hinkommen und die bedienen? Rein theoretisch gesehen? Ach so, ich kann keine Koranleitung. Oh mein Gott, jetzt müssen wir auch noch das deiner bedienen. Ist das dein fucking Ernst? Koranleitung. Oh Gott, mit den Koranleitungen war auch irgendwas. Wo haben wir die nochmal gekriegt? Die konnten wir bei dem Typen machen, ne? Mit dem Truthahn konnten wir uns die, glaube ich, holen. Truthähnchen, du, wir brauchen Koranleitung. Mr. Truthahn, gib mir Essen. Vielleicht doch nicht bei ihm. Zu dir gehe ich nicht mehr, du bist böse. Der war so am Pöbeln das letzte Mal. Ha. Wir werden uns erstmal ein bisschen hier was necken. Die Brennerei, ja, dafür brauchen wir das Geld. Das heißt, wir müssen tatsächlich erstmal warten, bis wir so viel Geld haben. Wir diese blöde Brennerei kaufen können. Es fehlt ja nur noch das Geld dafür, den Rest haben wir ja. Hallo? Okay. Schau mal, hier brauchen wir... Ach ja, Gesteinsdingen. Da weiß ich auch noch nicht, wo wir das kriegen. Wir könnten rein theoretisch nochmal zu der Hexe gehen. Vielleicht hat die ja was für uns am Start, was wir für sie machen können. Aber sonst? Dieser Haifisch, ne?
die da auf dem Klo sitzen, ne? Das killt mich irgendwie ein bisschen. Wir können endlich. Wir können endlich. Wir haben genügend. Lalalalala. Am Planung. Nein, ich will kein Badezimmer. Ich will speziell die Brennerei. So. Vier mal fünf. So. Perfekt. Oh, Gott sei Dank. So. Endlich die Brennerei. Teilnehmer der Pont Voyage und Pont Cruise Programme stimmen zu auf jegliche Ansprüche für Personenschäden an besagten Teilnehmern zu verzichten oder widerrechtlichen Tod. Die kultivierteste Brennerei ist fertig. Ausgezeichnet. Du bist einen Schritt näher, dieses Etablissement zu etablieren. Als führendes Wasserloch dieser gesamten Wüste. Ich hätte um nichts Besseres bitten können. Wir stehen kurz vor dem Ausbau eines weiteren Premium-Grundstücks. Wir müssen ganz klar sicher gehen, dass unsere rigorosen Standards eingehalten werden. Ganz klar. Bon voyage, neue Gegenstände verfügbar. Okay. Dafür musst du eine Reihe an Kriterien zu einem gewissen Maße erfüllen. Okay. Was haben wir denn hier? Oh, neues Bett. Stufe 2. Okay. Das hätte ich gern. Dann können wir wenigstens eins verbessern hier. Weißt du was? Komm, scheiß drauf. Ich baue einfach ein neues Zimmer. Wir machen ein neues Zimmer. So. Raumplanung. Schlafzimmer. So, wenn wir das jetzt... Das ist... Kommen wir da nicht raus? Wir machen das so. Nee. Ja, nein. Wir machen das doch so. So, dann packen wir das. Bett hier rein. Bett hier rein. Ach, ich habe nur die Anleitung. Oh, ich bin ein Hohlhorst. Okay, nein, wir können das lassen. Gut, wir vorstellen das und Herstellung. Leitungsstufe 1. Wie mache ich das denn hier? Packe ich das da rein? Inventar. Ach so. Okay. Herstellung. Jetzt. Bettstufe 2. Wir machen da mal ein paar. Warte mal, wir haben hier nochmal 5. Können wir das nicht in unsere Tasche stecken? Das hier rein, packen das da. Das packen wir hier rein und das packen wir nicht da rein, okay. Das ist nämlich zu klein da.
So. Ich hoffe, das funktioniert so. Ich weiß nicht, ob die da so reinkommen. Naja, egal. Wir probieren es einfach mal. Und hier müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ich muss das mal gerade rausstellen. So. So, ich hoffe, das funktioniert so. Zack. Und ja, das war's erstmal. Zack. Schick, 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 schick. So, jetzt haben wir ein neues Zimmer. Dann können wir da gleich neuen Stuff reinpacken. Frage ist, was packen wir da rein? Ich bin gerade am gucken. Was bringt uns ein bisschen mehr? Der. Abstraktes Gemälde. Hm. Diese komische hässliche Uhr bringt uns tatsächlich recht viel. Hätte ich nicht gedacht, dass die uns so viel bringt. Machen wir das mal so, mal gucken. So, und dann in das neue Zimmer. Erstmal den Teppich. Dann. Tada! Alles zugestellt mit geht nicht mehr. Einfach alles zugeklatscht. So, und dann haben wir hier neue 18. Fucking 18. Gestern fragen. Ja, da können wir auch mal was. Dann kannst du hier in Zimmer 18 gehen. Schon nice. So. Jetzt sind alle belegt, ne? Ja, perfekt. Das ist wirklich perfekt. Gut. Dann. Können wir zurück in die Hohlkreuzung gehen, ja? Und machen da. Dann, ja. Werden hier auch Betten austauschen, wenn es klappt. Das Problem ist, die Zimmer sind hier halt echt eng. Dementsprechend weiß ich nicht, ob das so mit den Betten klappen wird. Inventar. Also hier auf jeden Fall. Gut, drei Betten bräuchten wir. So. Gut. Dann Inventar. Zack. 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 Hallo, warum geht das nicht? Oh. Man kann nur 5 stacken, okay. Wo
Kann ich das nicht da oben hinstellen? Es ist sehr kuschelig da in dem Raum. Sehr, sehr kuschelig. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, ja, wir sind hier um einiges gestiegen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das sieht echt nice aus hier. Das hat sich gerade... Das sieht schon gut aus. Wie war das mit dem Minimum und so, was wir machen? Ja, schon klar. Wir machen hier nichts am Minimum, wir machen hier Maximum. Maximum. Gut, und damit haben wir die Kreuzung hier auch erledigt. Hast du den Auftrag erledigt? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Das kommt diesem Ort sehr zugute. Die Gäste haben jetzt höhere Erwartungen an diesen Ort. Studentenfutter, okay. Und werden im Gegenzug mehr bezahlen. Dankeschön. Und direkt hier an diesem Ort sind Verbesserungen verfügbar. Du musst jetzt die folgenden Arbeit erledigen. Errichte 2 Schlafzimmer auf Stufe 2 in Hohlkreuzung. Belohnung 200 Münzen. Willst du diesen Auftrag annehmen? Ja. Arbeit im Gange. Bitte kehre zurück, wenn du es erledigt hast. Habe ich schon. Hast du den Auftrag erledigt? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Das kommt diesem Ort zugute. Die Gäste haben jetzt höhere Erwartungen an diesen Ort und werden im Gegenzug mehr bezahlen. An diesem Ort sind Verbesserungen verfügbar. Du musst jetzt die folgenden Arbeiten erfolgreich erledigen. Erhöhe das Ansehen im Hohlkreuzung auf Stufe 4. Belohnung 250 Münzen. Willst du diesen Auftrag annehmen? Ja. Arbeit im Gange. Bitte kehre zurück, wenn der Auftrag erledigt ist. Stufe 4. Okay, ich glaube, so viel fehlt uns da tatsächlich gar nicht mehr. Ich komme nicht an die Tür ran. Wir sind... Oh, da fehlt uns doch tatsächlich ein bisschen was. Hätte ich gar nicht gedacht, dass es so viel ist. Okay. Das ist, einiges. 15. So. 2 Tage. 15. Komfort ist bei den meisten halt nicht so gut, ne? Ah ne, du kannst da nicht rein. Ja, das ist natürlich doof. Komfort. Ja, das ist irgendwie doof. Kommt morgen. Die kommen alle morgen. Okay, perfekt. Die Frage ist ja, ich kann ja auch hier alles verbessern. Das heißt, ich muss es ja nicht nur in den Zimmern verbessern. Das heißt, wenn es da auch schick aussieht, ja, dann habe ich ja kein Problem damit. Kleiner Frisiertisch. Gepolsterte Fußstütze. Jetzt eine. Die brauche ich ja alle nur einmal, ne? Ich brauche die alle nur einmal. Einfacher Kleiderschrank. Brauche ich den nicht schon die ganze Zeit? So. Ich bin eigentlich davon überzeugt, dass ich den schon die ganze Zeit baue. Ich mach bei ihm einfach das Licht aus. Das ist halt auch sad. Tag 10. So.
So, ich wollte noch tolle Sachen und so haben. Toll, da komme ich nicht durch. Perfekt. Jetzt muss ich hier einmal außen rumlaufen. So. 5. 5 ist halt nicht schlecht, ne? Komm, ich kaufe nochmal. 2, 2, 1. Eine Welcome-Matte ist schon nice. Bringt mir aber nicht so viel. 4 ist gut. Hey, kleiner Kaffeetisch, okay. Zwei, drei, die Kommode. Da können wir was draufstellen auf die Kommode. Die bringen auch alle nur eins, ne? Das bringt zwei, das bringt eins. So. Wir haben jetzt fast keinen Müll mehr. Das ist ganz schön schlecht für uns. Wir klatschen das hier jetzt zu, bis zum geht nicht mehr. Inventar. So, die Jukebox. Die stellen wir hier hin, wo sie sowieso niemand sieht. Willkommen to Dings. Die Kommode, oh, die ist halt auch breit. Die ist halt auch breit, aber warte, wenn wir die hier auch drehen und hier hinpacken, ja. Packen wir das eine da drauf. Die Lampe packen wir hier drauf, ja. Das packen wir dahin. Und dieses riesen Pflänzchen packen wir dahin. Und dann sind wir bei 84. Fuck my life. Erst von 100. Wie sollen wir denn da hinkommen? Das ist, da müssen wir halt noch einiges und so. Da müssen wir echt noch einiges erledigen. Vor allen Dingen, wir brauchen einfach bessere Betten auf jeden Fall schon mal. Wir haben halt gerade erst die Stufe 2 Betten gekriegt. Und deshalb, das wird noch ein bisschen dauern. Wann geht's da? Bei Steinbruch, da sind wir auch noch nicht. Noch nicht gewesen. Ja, dann gehen wir mal zurück ins andere und gucken mal, wie es da gerade so aussieht. Ach, hier liegt Müll rum. Den nehme ich mal mit. Müll ist immer gut. Für uns. Für andere Leute nicht. Wir können damit gut bezahlen. Sieht eigentlich voll heruntergekommen aus, wenn man das so von oben sieht. Aber hey, wir reden einfach nicht drüber. Hm.
ich würde sagen. Sammeln wir jetzt gerade noch so ein bisschen was ein. Warten dann auf den nächsten Tag. Dann würde ich vielleicht noch mal probieren, zu der Hexe zu gehen. Ach, weißt du was? Komm, scheiß drauf. Wir sind eh schon fast da. Wir gehen jetzt noch zur Hexe. Gucken mal, ob die noch irgendwie eine Quest für uns hat. Und je nachdem, ob sie das hat oder nicht. Quiggy, ich bin einmal fast in den Kessel gefallen, aber sie hat mich in letzter Sekunde gerettet. Aber ich glaube, insgeheim hätte sie das gern gesehen. Okay. Ist in Ordnung. Vielleicht mag sie das ja einfach. Aber sie hat keine Quest für uns. Einen. Ach nee, warte mal. Einen Schwanz zu haben ist. Ein Schwanz zu haben ist besser als keinen zu haben, aber. Ein halber Schwanz ist schlechter als beides, weißt du? Oh, ich krieg meine Nase nicht mehr so zu. Ich weiß nicht, wie ich das vorhin gemacht habe, ich gestehe. Ja, es ist immer noch dieselbe Aufnahmesession, aber das wird hier die letzte Folge der Aufnahmesession sein. Ich bin trotzdem verwirrt. Okay, also wir müssen jetzt gerade bei den normalen Sachen weiterkommen, denn die gibt uns auch keine Quest. Gut, das heißt, wir wandern jetzt nach Hause. Also in die Wüste, nicht nach Hause, Hause. Wo ich die Rezepte herkriege, weiß ich halt immer noch nicht. Es wurde uns 100 Pro schon mal gesagt und ich habe es einfach vergessen. Aber ich würde sagen, das ist das Problem von Zukunfts-Lizzie. Warte mal, wir gucken mal hier. Bei nicht Inventar, Herstellung. Ja, vielleicht Herstellung. Hier, Kochgegenstände. Aber da haben wir auch gar nichts. Gar nichts, gar nichts. Das heißt, eigentlich können wir da ja auch gar nichts machen gerade. Naja, gut. Wir sehen gar nicht so schlecht aus mit unserer Hose, ne? Die sieht schon schick aus, muss ich sagen. Muss ich wirklich sagen. Hier für die nächste Bushaltestelle haben wir das Ding auch schon gekauft. Das ist wirklich optimal. Und ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und dann schaffen wir hoffentlich mehr als in dieser Folge. Bis dahin, tschüss!